95 Jahre alt ist sie geworden und ihr Leben ist der Beweis dafür, dass Träume wahr werden, wenn man wirklich an sie glaubt. Und das trifft wohl auch auf die Brüder Jan und Tim Edler aus Berlin zu. Sie glaubten daran, dass Medienfassaden mehr können, als nur grelle Werbebotschaften abzubilden. Sie nennen sich Realities United und haben ihre Ideen mittlerweile an Museen, Bürogebäuden oder Hochhäusern auf der ganzen Welt umgesetzt. Wir lernen sie jetzt im fünften Teil unserer Serie Meister des Lichts kennen, über 6 außergewöhnliche Künstler und Designer, die mit ihrem Lieblingselement Licht arbeiten. ...1800 Leuchtstofflampen, integriert in eine Glasfassade. Ein Bürohaus in Berlin wird zur überdimensionalen Leinwand. Eine Installation der Brüder Jan und Tim Edler. In der Architekturszene gelten sie als Spezialisten für Lichtinstallationen an und in Gebäuden. Wir versuchen eigentlich eine Gegenposition zu entwickeln dazu, dass jetzt eigentlich mit Medienfassaden einfach Architektur überklebt wird, mit Werbebotschaften zum Beispiel, sondern dass wir eigentlich in vielen Punkten sehr konservativ architektonisch bleiben. Das heißt, was wir uns erhoffen, was unsere Installationen tun, ist, Architektur weiterhin zugänglich zu machen und eigentlich die mit ihrer Umwelt in eine Beziehung zu setzen. Realities United heißt das Büro der Brüder. Ihr derzeit größtes Projekt, eine Medienfassade am neuen Kunstmuseum der spanischen Stadt Córdoba. Kommendes Jahr soll es eröffnet werden. Die Fassade 110 Meter lang, 11 Meter hoch. Diese Fassade soll den Künstlern, die im Inneren des Hauses arbeiten, als Kommunikationsmedium dienen. Und wir haben uns dann darüber Gedanken gemacht, wie wir im Prinzip auf dieser Proportion immer noch etwas hinbekommen, was darstellbare Inhalte erlaubt. Das gesamte Gebäude soll mit unterschiedlich großen Elementen überzogen werden. Ein hochkomplexes System aus Leuchtstofflampen und Reflektoren wird in die Vertiefungen der Fassade eingebaut. Die Lichtstrahlung computergesteuert gelenkt. Licht kann insbesondere heute einen Eindruck davon geben, wie Architektur veränderlich sein kann. Wir denken eigentlich, dass wir insgesamt uns in einem Prozess befinden, wo Architektur dynamisch wird. Licht ist vielleicht so das erste, einfachste, wo man das sehen kann, was man auch als Gestalter leicht in den Griff bekommen kann. International bekannt sind Realities United seit 2003. Das Kunsthaus Graz erwecken sie mit ihrer Lichtfassade zum Leben. Komplette Gebäude werden zu Bildschirmen. Das Urban Entertainment Center im südostasiatischen Stadtstaat Singapur, umhüllt von einer Matrix aus Leuchtstoffröhren, die Kristallobjekten gleichen. Ein Millionenprojekt. Und ein Bürohaus mit über 500 LED-Leuchten hinter Glas. Die größte Herausforderung ist schon immer, dass man eine gute Idee hat. Und die ist halt bei jedem Projekt eigentlich neu. Und die Entwicklung von sowas, die kann halt schon ziemlich lange dauern. Und in der Regel ist es dann auch schwierig, das zu vermitteln, dass gerade die Idee eigentlich das teuerste ist. An der Decke eine digitale Uhr aus Leuchtkästen. Die Zahlen wechseln, die Helligkeit bleibt konstant. Die Installation Contemporary Architecture, ausgestellt in einer Berliner Galerie. Jan und Tim Edlers Ideen entstehen an der Schnittstelle von Architektur, Kunst und Kommunikation. Licht ist dabei ein zentrales Element. Das Licht bringt Licht, damit wir ein Buch lesen können. Und das Licht hat aber auch eine Mitteilungsfähigkeit. Und beides findet hier zugleich statt. Und das drückt eben auch aus, was wir auf einem großen Maßstab, zum Beispiel bei sehr großen Gebäuden, sehen können, dass wir eigentlich früher diese dumme Technik, verhältnismäßig dumm, Licht wurde ein- und ausgeschaltet, wird auf einmal vernetzt und es entsteht eine Intelligenz. Und eine ästhetische Form. Zum Beispiel so. Normale Beleuchtung in einem Bürohaus wird per Computer gesteuert. Das Gebäude zur Lichtskulptur. Noch ist das nur eine Idee. Die Fassade in Córdoba dagegen wird schon bald gebaut. Lichtkunst an Fassaden. Für Jan und Tim Edler ist das erst der Anfang von dynamischer Architektur.